Das ist Energieverschwendung. Niemand will wirklich Energie verschwenden, doch tun wir das jeden Tag, ohne es zu merken. Bevor wir näher drauf eingehen, fragen wir auch mal ein paar Leute, was sie über das Thema wissen. Wie viel Geld denkst du, brauchst du für Wasser im Jahr? Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, Wie viel Geld denkst du, brauchst du im Jahr für Strom? So bestimmt um die 300. Tja, sag einmal. Wie viel Wasser verbrauchst du am Tag? Also jetzt ich als Durchschnittsbürger insgesamt, kann man sagen, an die 200 Liter. Okay, 200 Liter. Badest du jeden Tag? Nein, aber ein Amerikaner verbraucht, glaube ich, 400 irgendwie. Ja. Schon einiges. Das ist die Klasse 8b. Sie haben gerade NWT, was Naturwissenschaft und Technik bedeutet. Sie lernen gerade, wie man Energie spart. Das ist Linda. Für sie ist das Thema Energie sehr wichtig. Das ist Nadina. Für sie ist das Thema Energie total unwichtig. Okay Leute, wir beobachten jetzt Linda und Nadina bei ihrem Alltag. Dass man halt kontrolliertes Heizen machen, also nicht immer dauerhaft die Heizung auf voller Stufe stellen und nicht bei offenem Fenster heizen. Boah, heiß hier. Dann sollte man halt auch die Heizung ausstellen, einfach wenn man es halt nicht braucht. Und die Kosten, die dadurch halt entstehen, sind halt die höchsten im Haushalt. Und wenn man also das richtig macht, das Heizen, dann kann man da auch bis zu 50% sparen, den Heizkosten. Also man sollte Geräte komplett ausschalten und nicht nur in den Standby-Modus fahren, denn das verbraucht halt auch Energie. Dann halt eine Steckdose mit so einem Schalter benutzen, weil man kann dann die Steckdose auch komplett ausschalten. Und ja, Ladegeräte, wenn man die halt gerade nicht benötigt, auch aus der Steckdose rausziehen, weil es verbraucht halt dann auch unnütz Energie und Strom. Und die Energiespargeräte sparen oft mehr als 50%. Wenn ihr vor dem Kühlschrank steht, nicht so lange offen lassen. Nein, das offen lassen, wenn ihr noch nicht entschieden habt, was ihr rausnehmen wollt. Braucht schon wieder Energie, weil dadurch die Kälte aus dem Kühlschrank entweicht und es dann Energie benötigt, um das wieder runterzukühlen. Aber auch richtig zuwachen. Weil manchmal macht man es jetzt nur so leicht, so nicht richtig, dass du die verschlafen bist. Geht also sicher, dass euer Kühlschrank auch richtig. Bei der Toilette ist es hilfreich, einen Spülkasten mit einer Spartaste zu benutzen. Dann, man soll bei den Spül- und Waschmaschinen nur die volle Maschine laufen lassen. Dann noch die Fakten. Also in einem Haushalt wird pro Kopf jeden Tag 125 Liter Trinkwasser verbraucht. Okay Leute, das war unser kleiner Bericht. Und immer? Dran, denken, spare.